So, Mahlzeit. Da geht's weiter. Jetzt bin ich wieder da. Hallo. Heute spiele ich die Yagluoi. Ich muss kurz gucken, wie sie richtig ausgesprochen werden. Yaoguai. Ist ja fast dasselbe. Die spiele ich jetzt. Und muss halt mein Deck eben wechseln. Yaoguai. So, wie man sieht, da sind keine einzigen mechanischen Einheiten mit bei. Das ist ein großer Piranha. Der springt immer an der Stelle, wo ich ihn freilasse und zerstört dort die Einheiten. Und das ist halt so ein Felsgigant, der überwiegend heilt, aber ich kann ihn auch aufteilen auf vier kleinere Giganten. Und dann greifen die halt alles Mögliche an. Vornehmlich, das steht auch da, erstmal die Gebäude. Und hier mit Shrink kann ich halt die gegnerische Einheit, das gibt es auch bei unseren eigenen Einheiten, kann ich die gegnerische Einheit schrumpfen. Und sie können nicht angegriffen werden, wandern 10 Sekunden so umher, ohne dass man sie angreifen kann. Sie greifen aber selber nicht an und werden halt geschrumpft. Dasselbe gibt es auch für unsere eigenen Einheiten, aber das ist, glaube ich, nur zum Schutz dann gedacht. Während das andere ist ja eher, ist ja auch eine Art Schutz, weil der Gegner nicht angreifen kann. Und auf der anderen Art, wenn ich jetzt das für unsere Einheiten benutze, kann halt der Gegner uns nicht angreifen. Ich fange wieder an dritter Stelle an, das ist eine super Sache. So, danach mache ich noch eine Runde Ranked Match, also mit Wertung. Das läuft ein bisschen anders ab dann. Also hier, das Spiel ist das gleiche dann, aber die Vorbereitung ist halt eine andere. So, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also die Heiler sind super. Die heilen alle Bodeneinheiten, ich glaube sogar die Lufteinheiten. Die finde ich nicht so prickelnd. Also weiß ich nicht, die halten einfach nicht viel aus. Selbst wenn ich 20 davon habe, die werden so schnell weggeknallt. Sollen wohl auch irgendwie heilen können, aber bringen überhaupt nichts. Die bringen nur was in Verbindung mit einem Heiler, weil die sehr schnell kaputt geschossen werden. So, ich glaube, ich nehme jetzt erstmal gleich am Anfang ein paar Basilisken. Einen nehme ich noch, schneller schaffe ich. So, die Basilisken werden später unnütz sein, die werden angegriffen werden können. Jetzt ist es aber so, dass sie am Anfang hier dann runterkriechen und halt einfach so Flächenschaden machen. Wenn man es jetzt gleich sieht, ich hoffe, die überleben. So, jetzt pullen sie sich ein und machen halt immer hier ihre Spikes. Töten dadurch auch die Einheit. Hier schon eine durchsichtige, also eine versteckte Einheit, die ich jetzt nicht angreifen kann. So, für die nächste Runde nehme ich noch einen. Am Anfang halten die relativ lange durch. Das heißt, die sterben nicht so schnell. Irgendwann werden die aber aufgedeckt und dann werden sie auch getötet. Noch leben sie. Ich mache noch einen fertig. Ich würde gerne noch einen fertig machen. Und dann aufwerten. So, da ist der nächste. So, ich habe drei auf dem Feld. Sechs insgesamt, meine zwei von davor und die jetzigen. So, jetzt kann ich sie auch aufwerten, das mache ich mal. Den Punkt bekomme ich ja wieder, wenn ich sie lösche, also entferne. Bekomme ich den Punkt ja wieder. So, wir kriegen hier ein paar Punkte durch die Kisten, die ich hier mit der Essenz zerstöre. Okay, ich habe einen Gegner zerschmettert. Ich hoffe, wir kriegen die große Kiste noch hier. Das könnte auch klappen. Ja, die werden wir bekommen. Okay, ich habe meine 6 noch im Feld. Einmal lasse ich sie auch noch drin. Das Blöde ist jetzt, dass sie sich nicht mehr. Doch, noch haben sie einen Nutzen. Wieder war noch eine Kiste. Ich bin da gewundert. Das Blöde ist, wie man jetzt sieht, wenn sie sich jetzt hier vor irgendwie verstecken müssen, ja, sie werden sehr schnell jetzt zerschossen. Jetzt bringen sie eigentlich nichts mehr. Ich werde sie jetzt auch entfernen. Und werde jetzt, wie man sieht, ich kann schon den Drachen benutzen. Und den Drachen werde ich auch kaufen. Weil er ohnehin der teuerste ist. Ich könnte die hier noch einschrumpfen.
da sie jetzt vorkommen, wird man Shrimp benutzen. Man kann es auch wieder aufheben. Würde ich hier raufklicken, könnte man es wieder aufheben. So, Level Up für den Drachen. Jetzt auch so lange wie möglich durchhalten. Denn er ist sehr teuer. Ich stelle einfach noch einen her. Hier ist irgendwo eine verdeckte Einheit da. War gerade einer, habe ich gesehen. Oh, mein Drachen ist leider gleich weg, schade. Aber er hat ganz schön lange durchgehalten. Ich kriege einen Veteranenbonus, weil er so lange durchgehalten hatte. Bombing Run, alles klar. So, jetzt brauche ich aber auch Bodeneinheiten. Das ist die höchste Einheit, die ich bisher habe, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe in letzter Zeit gar nicht mehr reingeguckt. Und wahrscheinlich könnte ich noch höhere Einheiten haben. Ich weiß nicht, ob das die letzte Einheit ist. Oh, sie haben den Drachen weggemacht. Also ich werde jetzt einfach die beiden noch herstellen. Die Skulltoad und Bear Vanguard und den Heiler hier. Ich hätte gerne den Bären, sag ich ganz ehrlich. Da, 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 komm, 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 gib mir die Kohle. So. Gib mir die Essenz. So, ist auch eine größere Einheit, dadurch brauche ich mindestens zwei Punkte zum Aufwerten. Klappt hier eigentlich ganz gut. Der Vanguard hält auch ziemlich lange durch. Bloß er springt natürlich nicht. Also wenn er springt, dann ist das richtig geil, weil er die Gegner zerschmettert sozusagen. Leider hat er nicht lange genug durchgehalten. So, ich habe noch meine Drachen. Also ich glaube, ich liege jetzt ein bisschen im Vorteil hier. Könnte natürlich auch gleich ganz anders aussehen, noch einen Bären. Und danach die beiden anderen Einheiten, die ich genannt habe. Also Skulltoad und Restoration Deer. Das ist also der Heiler, das wird man auch sehen. Ich glaube, ich werde den gleich reinnehmen, vor der Skulltoad. Ich glaube, ich könnte den... Ja, ich nehme den mal. The answer to life should not be death, but more life. Okay, jetzt habe ich erst den Bären verloren, das ist noch in Ordnung. Die werden noch ein bisschen schrumpfen hier. Ich hätte die hinteren schrumpfen sollen, weil die stärkere Einheiten sind, aber ja, blöd gelaufen. Beziehungsweise, was halt blöd gelaufen, jetzt werden die natürlich zuerst angegriffen. Noch ein Heiler, ganz schnell. Den lasse ich jetzt erstmal, jetzt gebe ich dann nur noch Punkte aus für Skulltoad. Die können halt auch so machen so einen wie so einen heilenden Teppich, so einen heilenden Nebel. Und danach greifen sie halt Einheiten an. So, wer hier. Jetzt halten sie auch etwas länger durch, weil die Heiler dabei sind. Ich meine, es sind sehr viele Einheiten hier. Und dass ich überhaupt noch da bin, ist schon ein kleines Wunder, ne? So, ist jetzt Runde 25, ich hätte gerne noch einen Toad. Aber ich glaube, den werde ich mir jetzt nicht leisten können. Nee. Ich werde jetzt aufwerten, sicher, sicher. Wenn ich nur ein bisschen Essenz dazu bekommen würde, würde ich noch einen Heiler herstellen. Wie man sieht, ich habe noch zwei Heiler und einen Drachen. Jetzt habe ich keinen Heiler mehr, aber dafür noch einen Drachen. Ah, scheiße. Das habe ich verpasst. Hier ist mein Piranha, ich werde jetzt aber erstmal den Rock Giant... Normalerweise kann ich anwählen, wo der hin soll. Den kann ich auch wieder aufwerten. So,
So, ich teile den jetzt. Jetzt wird er nicht mehr heilen, sondern... Ach nee, Entschuldigung, jetzt habe ich es verwechselt. Den ich meinte, der ist aber beim Gegner. Nicht beim Gegner, Entschuldigung. Das ist bei den Adlak. Der teilt sich auch. Der hier schmeißt sozusagen rollende Felsen. Ja, genau die Dinger. Und die springen aus ihm raus und dann rollen sie nach vorne. Super. Ich mache mir noch einen Drachen fertig. So, die rollen jetzt nach vorne. Papapap. Das war das. Und bei den Adlak, die Einheit, die teilt sich auf. Also aus den großen werden dann vier kleine. Ihr seht, ihr habt noch relativ viele Einheiten. Okay, jetzt wird es ein bisschen knapper, aber was noch vorhanden ist, ist halt noch vorhanden. Ich weiß nicht, warum es steht, dass ich annihilated wurde, also ausgelöscht, denn ich habe ja noch drei Drachen. Das ist mir nicht ganz, schließt sich mir nicht ganz, aber ist egal. It must have cost you a lot to summon me. Jetzt habe ich natürlich nichts, was Lufteinheiten angreift, aber ist egal. Wie man sieht, der Gegner stellt auch Einheiten in der Luft her. So, mit einem kann ich den auch aufwerten. Manche haben nur, habe ich auch schon gesehen, nur zwei Einheitentypen, aber die sind natürlich etwas stärker, weil sie die ganzen Punkte nur auf zwei Einheitentypen vergeben müssen. So, ein bisschen heilender Teppich hier, heilender Nebel. Dadurch sollte ich also länger durchhalten und den Herrn hier auch fertig machen. Ich stelle gleich noch einen her. Noch ein Heiler. Nicht zu viele Heiler, das bringt dann auch nichts, weil dann der Schaden fehlt. Die machen zwar etwas Schaden, aber halt nicht sonderlich viel. So. Jetzt habe ich einen Bären verloren. Ich gucke da natürlich auch mal oben hin. Ich habe keinen Drachen mehr. Also sie kommt ziemlich weit vor hier. Scheiße. Ich will mir den Piranha noch aufheben, weil... Erst wenn es hier wirklich die Kacke wirklich vorne am Dampfen ist, dann würde ich vorkommen. Ein Heiler noch, warum nicht? Ich glaube, mit 6 Heilern reicht das jetzt auch eigentlich. So, er hat hier diesen Giganten gehabt. Der hat ihm 4 geteilt. Das ist echt witzig. So, ich hau ganz schön was weg hier. Okay, jetzt hol ich den Piranha raus. Da kommt er. Dab, dab, dab. Der bleibt eine ganze Weile an der Stelle. Ich weiß nicht genau wie lange. Aber der hat halt auch schon wieder welche weggehauen. So, ich könnte den Heiler nochmal aufwerten, aber die halten eigentlich auch so relativ lange, weil sie sich auch gegenseitig heilen. Also ich warte noch, bis ich noch einen Punkt bekomme. Das dürfte, müsste aber innerhalb der nächsten 5 Wellen geschehen, weil die 48. Welle ist halt die letzte Welle. Okay, das sieht ziemlich gut aus jetzt. Und wir greifen an. Ich glaube, das sieht sehr gut aus für uns.
Ja, die ist gleich weg. Ich werde gar nicht weitere Einheiten herstellen müssen. Und zack, wir haben es gewonnen. Ging relativ schnell. Ich hatte einfach nur auch ein bisschen Glück gehabt, weil... Ah, scheiße, wieder nicht MVP geworden. Gestern bin ich mehrmals MVP geworden. Irgendwie Glück gehabt. Aber mein Glück war halt auch irgendwie, dass ich so viele Basilisken hergestellt habe, noch ein bisschen gesammelt hatte und relativ schnell auch die Drachen herstellen konnte. Das kann aber nicht immer gut laufen. Also das ist alles so ein bisschen... wie soll ich sagen? Ja, Glücksspiel. Es ist ein Glücksspiel in dem Sinne. Ich habe eine ziemlich gute KD, wenn man hier beim Gegner guckt. Die sind nicht mehr bei 1. Ja, er hat sehr viele Einheiten hergestellt. Er hat sehr viele kleine Einheiten hergestellt. Dadurch hat er natürlich auch hier eine höhere Zahl stehen, wie auch immer. Ich wollte was ganz was anderes sagen, aber ich komme gerade. Mir fehlen gerade die Worte. Wie auch immer. Ich habe weniger hergestellt, habe ein bisschen mehr Gold als er und fast dieselbe Anzahl an Essenz. Obwohl ich weniger hätte, ich habe nur einmal den Drachen getötet. Und ja, wie auch immer, was schnatter ich hier. Gut, also ich mache jetzt erstmal noch ein Ranked Match. Haben wir auch noch ein schönes Videochen und dann, ja, also da sehen wir uns dann, ne? Also hoffe ich doch. Also bis denn dann. Ciao, ciao.